Und damit hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite Part 18. Uiuiui. Ah ja, das habe ich ja schon. Warte, ich bin gleich wieder da. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Constance getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und habe mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. So, und zurück bin ich wieder. Das Voxophon, zwischendurch blende ich auch nochmal ein. Wir müssen zurück zu Chenlins Werkstatt. Und die ist hier. Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut. Ja, ab zur Waffenschmiede. Stimmt, wir wollen schauen, ob der noch hier ist. Ist jetzt wieder ein paar Tage her, dass ich es gespielt habe, aber... Leck. Hörst du irgendwas? Nein. Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Stimmt. Vielleicht ist er jetzt oben. Booker, da. Der Schrein. Oh, lol. Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Ich wollte gerade sagen, sind die jetzt übelst die Patrioten... Ah, lol. Die sind jetzt so... Lol. Das heißt... Der ist kein Schmied mehr für Fitzroy, sondern ein Typ Comstocks. Hallo. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier! Sehr laut! Hä? Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschine ist sehr gefährlich. Wart denn unten bei Mrs. Lin? Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich. Kein Ort für Dummköpfe. Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin. Unten. Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Nee, ich habe scheinbar nicht die Möglichkeit, ihn zu erschießen. Aber so wäre es möglich? Ich habe jetzt nicht vor, ihn auf ihn zu schießen. Das mit Dings, Slate, das war eine Ausnahme. Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Lindere seine... Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Ja. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist... Ach, deswegen. Etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte. Mein... Ja, vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei. Was? Hat alles mitgenommen und weggesperrt. Verwahrstelle in Shantytown. Shantytown? Warte mal, das haben wir doch schon mal gehört. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge... ja? Nach Shantytown. Genau. Genau. Ab nach Shantytown. Mann, das ist gerade ein reines Hin- und Hergerenne. Ja. Das ist gerade ein reines Hin- und Hergerenne. Platz des Alphas. Eifers. Nice. No jobs today. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Hatte er? Scheint in Mode zu sein. Das ist so eine gute Idee. Oh nein, das... Sag mal! Und jetzt noch? Hey, sag mal. Können wir mal aufhören? Ja, danke für die Salze. Die Firma dankt. Huja! Och Mann, ey, wer denn noch?
Erstmal du. So. Und dann du. Nice. Hä? Hä? Ja, was? Hä, was? Aus dem Job für Fink wird nichts? Warum? Einmal, gibt's ja auch was für einen Revolver schon? Nein? Noch was für Karabiner? Nein? So, was meinst du jetzt mit aus dem Job für Fink wird nix? Ich check's gerade nicht. Ist gerade Arbeitszeit? Ja, es ist gerade mitten in der Arbeitszeit. Das heißt, wir folgen einfach mal dem netten Pfeil. Ah, Shantytown. Nice. Hallöchen, ihr zwei. Ihr seht ja fast aus wie Brüder. Vent Veni Vidi Vigor. Nein. Ich beschwere mich nicht über Geld, aber ich wollte eigentlich dieses Salz aufheben. Ja, komm her. So, was hast du hier so? Salz, Gesundheit, okay. Munition für... Was? Repetiere? Hatten wir das überhaupt schon? Munition für Revolver. Da danke ich sehr. Burst Gun? Zur Hölle. Wo kriegen die das her? Oh lol. Hey, Elizabeth? Hebel? Oh. Ja gut, das erklärt auch einige Sachen. Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, wie kommst du jetzt darauf? Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Was? Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nee. Nicht. Nee, von dem hörst du nur... Tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Modischer Fingerhut, das hört sich nice an. Putz. Und. Na gut, wir sehen uns gleich wieder, wenn diese nette Szene weg ist. Salze nehme ich gerne an. Schieß mal. Warte mal, warte mal, da nehme ich mal wieder meine Karabiner. Und... Oh, lol. Putz. Na komm, mach schnell. Oh lol. Oh lol. Danke. Das war nötig. War's das? Ja. Oh lol, da waren Risse. Nicht gesehen. So. Munition für Revolver voll. Ja. Das ist nice. Gut. Also. Schrotflinte. Nee, will ich nicht. Und das da. Eine neue Kraft, ne? Kann ich da nicht durch? Nein? Gut. Oh, ich will da durch. Ich habe mein Internet nicht ausgemacht, deswegen hört ihr jetzt schön Shakes and Fidget.
Mann, hätte ja sein können, dass ich mir das Ding da im Glas... Ja, halt nicht. Na gut. Und wo müssen wir hin? Ich... Polizeiverwahrstelle. Ah, ja, stimmt. Genau, da war ja was. Ja, ich möchte den Bereich verlassen. Also Busch. Mensch, Mensch, Mensch. Heute in der Folge. Wie auch in allen letzten Folgen. Hin und her rennen. Mensch, Mensch, Mensch. Ey. Tipp, da war irgendwas mit Wegen und Wagen und Dr. Fink. Du hältst mich wohl für so eine Art. Wer? Ich? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Na gut, ist auch ein Punkt, ne? Wie schon mal gesagt, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück. Auf gar das ist doch meine Einstellung. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Keine Ahnung. Du machst ihnen Angst. Ja. Ist, glaube ich, die logische Erklärung. Oh, Leute, sind wir jetzt hier im krassen Armenviertel? Oh ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Also sich das auch. Was Schönes gefunden, was da drin ist? Starving, we need food. My family is starving. Na gut, ich ignoriere mal, dass die da in die Holzbalken gehen, aber... Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Daughter sick, need doctor. Naja. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Fink war schon von vornherein so ein totales Arschloch. Lebensmittelsäcke? Oh, nice. Hier, lenkt die mal ab. Ja, holt euch mal ein bisschen Essen aus der Vergangenheit. Ist es hier unten so kalt? Ich spüre das nicht. Ich bin irgendwie so gefühlstot. Na gut. Gut, da wird es eigentlich nicht gefühlstot. Das ist irgendwie total interessant. Im ersten Bioshock... Okay. Stimmt, ich habe ja letztes Mal schon herausgefunden, dass du dich teleportieren kannst. Ich habe leider nicht die Option, dir Geld zu geben. Das ist das Problem. Ich könnte dir bestimmt eine Kugel geben, aber... Ich verstehe das nicht. Ja, wenn ich könnte. Werden manche, ne, wie Menschen behandelt? Und andere wie Tiere? Und das hier, der Menge, wo es ganz genau so abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Interessant. Oh ja, da ist bestimmt noch was unten drin. Ah ja, ja, das war Arm ausrecken und oh ja, geil. Gut. Seed, Lamb, whatever you call her, we don't need her. Ja. Ach, das ist immer... Geisterposse? Beim Töten einer Kräftefalle besteht ein Film, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang eine Geisterverbündete wird. Oh lol. Zeig mal, was habe ich denn gerade? Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht. Haben wir kritischen Treffern? Ach. Also, ja. Nehmen. Aber nicht ausrüsten. Oh lol, hallo. Jit. Die. Keine Ahnung. So. Grunder Kommandant. Kommandant. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Hast du gerade einen Riss bereit? Macht euch klar, Soldaten. Die Wachs und Waffen sind wie Feuer und Schießpulver. Ein Funke und es gibt eine
Sag mal. Ja, danke, das nehme ich gerne an. Na, ja, laden wir mal ganz schnell nach, ne? Oh, lol! Oh, lol! Keine Ahnung, hier wäre was anderes besser, als mit dem Karabiner drauf zu halten. Sag mal, geht da? Könntest du dich aus meiner Aufnahme verpissen? So nach Schellings konfiszierten Werkzeugen. Okay. Wir reden immer noch, Leute. Ich bin schon aufgestanden. Ja. So, hier haben wir noch ein paar Salze. Okay. Ab in die Richtung. Und runter. Oh lol. Sag mal, ihr versteckt euch auch hinter jeder Ecke. Nicht euer Ernst. Ja, das kann ich sehen. Habt ihr es bald mal? Danke, Elisabeth, wenn ich dich bitten darf. Ah ja, hier war ja ein Patriot irgendwo. Warte mal, wo war denn der? War der da oben? Oh, hier sind noch Salze. Warte mal, die nehme ich mir mal. Schon für Shotgun. Verlasse Shantytown, ab zur Polizeibehörde. Und mach noch ein klein wenig weiter, damit ich, weil ich weiß, dass wenn ich rausschneide, dass der Part ein bisschen kürzer ist. Ich will ihn ja um die 25 Minuten halten. Also ja. Da können wir uns hier noch ein bisschen kurz umsehen. Und ein kleines Stück weiterlaufen und dann. Da ist noch ein Kinetoskop zum Beispiel. Was ist das denn? Repetier. Sag mal, ich teste eine Waffe aus und schon höre ich wieder, wie Leute angestürmt kommen. Mensch. Haltet mal ruhig. Nimm, glaube ich, mal das Repetier-Ding da mit und dann gucken wir mal, was draus wird, ne? Erstmal Kinetoskop benutzen. Fitzroy gesichtet. Die Rädelsführerin der Vox Populi, Daisy Fitzroy, wurde gesichtet oder so. Aha. Oh nein! Der große Prophet hat ihr Ende vorher gesehen. Nur er kann uns schätzen. Unser Prophet. Ende. Ich finde diese Kinetoskops irgendwie immer sehr. Kinetoskope finde ich immer sehr unterhaltsam. Wo? Oh lol. Es blutet ja.
Uiuiuiuiui. Dankeschön für die Munition. So, und wo? Ich hätte doch hier rechts noch wen. Hier unten, ne? Nee? Nicht! Keiner mehr! Oh, lol. Was haben wir hier so schönes? Ein paar Salzen, Verhörraum, Pistole. Was ist das? Oh, Lockpicks, 2 Stück. Das ist ja mal nice. Das ist richtig nice. Was haben wir hier? Hier war doch irgendwas. Ah, ein Voxophon. Das hören wir noch und da war's das für die Folge. Abends haben sie sich oft heftig gestritten. Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich im Comstock-Haus anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Ich finde das Repetiergewehr nicht so geil, deswegen werde ich mir bald wahrscheinlich die nächste Maschine... Oh lol. Schlüssel? Nice. Deswegen... Wollte ich gerade sagen, werde ich mir bei der nächsten Gelegenheit ein Maschinengewehr zulegen und das habe ich jetzt getan. Huh. Ja gut. Ah. Interessant. So, und mit diesem geilen Bildern hier beende ich diesen Part von Bioshock Infinite und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.